Generation Hörverlust. Das Ohr. Das Ohr arbeitet ab dem dritten Lebensmonat im Mutterleib schon vollständig. Es nimmt die Geräusche wahr, den Herzschlag, es lernt, die Nerven werden aufgebaut, die im Gehirn für das Verstehen hernach verantwortlich sind. Und das macht das Ohr 24 Stunden am Tag. Bis heute und auch noch die nächsten Jahre, hoffe ich, arbeitet ihr Ohr Tag und Nacht ohne Pause. Das ist wirklich eine richtig gute Leistung. Und solange das Ohr gut funktioniert, wird im Gehirn eine richtig stabile Verdrahtung hergestellt, sodass man genau sagen kann, auf ein Grad genau, woher kommt ein Geräusch. Ja, man kann sich auf einen Gesprächspartner konzentrieren, man kann den Gesprächspartner vielleicht auch ignorieren und sich mehr auf die Musik konzentrieren, die im Hintergrund ist. Und das läuft automatisch, ohne dass wir uns darum kümmern. Einfach darauf achten, da möchte ich zuhören und das funktioniert. Im Ohr ist auch das Gleichgewichtsorgan angesiedelt. Das ist aber ein anderes Thema, da gehen wir heute gar nicht so drauf ein. Die Kommunikation, die wir tagtäglich erleben, die geht auch über das Ohr, egal ob es das Telefonklingeln ist, ob es die Haustür ist, ob es das Gespräch ist oder dieser Vortrag. Das Ohr bringt uns einander näher, das Auge, das hilft uns dabei. Aber das Auge, das schaltet zwischendurch auch ab, wenn wir schlafen. Eine ganz wichtige Funktion des Ohres ist diese Warnfunktion. Das kann man sich vorstellen, wenn man plötzlich in der Nacht ein Geräusch hört, was unbekannt ist. Man ist sofort wach, man orientiert sich, woher kommt das Geräusch, was ist das für ein Geräusch, und in Ruhe schlafen kann man erst wieder, wenn man die Quelle dieses Geräusches gehört hat oder erkannt hat. Und wenn man dann feststellt, ach, das ist nur der Wasserhahn, der tropft. Oder im Nachbarzimmer, da läuft die Badewanne voll. Das ist nur ein Rauschen vom Wasser. Wenn man das erkannt hat, geht dieses Geräusch ins Unterbewusstsein und es stört nicht mehr. Genau dieses Thema erlebt man, wenn man nach langen Jahren, wo man schwerhörig war, wieder Hörgeräte trägt. Dann kommen eine Vielzahl von Geräuschen auf einen zu. Und das Gehirn schreit, Alarm, Alarm, ein unbekanntes Geräusch, da muss ich doch drauf reagieren, vielleicht ist es eine Gefahr. Dazu später noch mehr. Was kann das Ohr überhaupt? Das Ohr kann wissenschaftlich ausgedrückt von einmal 10 hoch minus 12 Watt pro Quadratmeter bis 1 Watt pro Quadratmeter hören. Das ist von ganz, ganz leise bis Düsenflieger laut. Nur mit Watt pro Quadratmeter, da rechnen sie nicht oft. Als Beispiel 1 Milligramm bis 1000 Tonnen. Wenn Sie eine Waage haben, die ein Sandkorn wiegen kann, wie schwer das ist, und ein Flugzeugträger. Das ist so der Bereich, in dem das Ohr arbeitet, solange es in Ordnung ist. Das Ohr, das altert nicht. Das ist richtig gut. Nur je älter man wird, umso mehr Gelegenheiten hatte man, das Ohr zu schädigen. Das kann die Autofahrt sein, das kann Arbeitsschutz sein, der nicht eingehalten wurde oder den es noch nicht gab. Es kann ein Hobby sein, wer vielleicht gerne schießen geht, ja, der belastet sein Ohr. Und diese Belastungen hinterlassen einfach Spuren. Und wenn ich hier jetzt durch die Reihen gehe, viele tragen Hörgeräte, das finde ich gut, aber wenn man zurückdenkt und sagt, der Erste, der mich angesprochen hat, hörst du schlecht? Da sagt fast jeder, nö, ich höre doch ganz gut, ich verstehe nur schlecht. Ja, das ist aber ein riesiger Unterschied, hören und verstehen. Die hohen Töne, die werden im Ohr ganz am Anfang wahrgenommen, und die tiefen Töne ganz am Ende.
Ja. Jetzt kann man sich die Schnecke und die Anatomie vielleicht schwer vorstellen. Deswegen als Beispiel, Sie gehen in ein Haus rein und da ist ein ganz langer Flur. Ganz am Anfang in den Wohnungen, da wohnen die ganz hellen Töne, Frau 20.000 Hertz, Herr 15.000 Hertz und ganz am Ende, da wohnt die Familie 20 Hertz. Wenn jetzt jemand in diesen Hausflur reingeht, dann wird er erst über den Teppich ganz am Anfang gehen und dann irgendwann in die Wohnung, wo er hin will. Und so ist es nach 10, 20, 30 Jahren sehr ersichtlich, dass am Anfang dieses Flures der Teppich abgewetzt ist. Da sind so viele Leute drüber gelaufen, der Teppich ist kaputt. Ganz am Ende, da geht kaum jemand hin, ja, der Teppich sieht noch wie am ersten Tag aus. Und so geht es auch unserem Ohr. Aber was bedeutet das für uns? Bei den hohen Tönen werden gut 70% des Sprachverstehens in der deutschen Sprache übertragen. Ja? Andere Sprachen, andere Prozentwerte, aber in Deutschland ist es wirklich so, 70% der Informationen kommen von den hohen Tönen. Wenn ich jetzt den Satz lese, Schneewittchen und die sieben Zwerge, und denke mir mal die hohen Töne weg, dann sieht es so aus. Können Sie das noch gut lesen? Ich gehe nochmal zurück. Einfach die hellen Zischlaute sind einmal weggemacht und so geht es einem. Natürlich, man hört das noch, aber der Sinn, der ist einfach verschwunden. Ganz andersrum sieht es mit den tiefen Tönen aus. Bei den tiefen Tönen, die ja bei dem Flurvergleich zu bleiben noch ziemlich gut sind, da werden 70% der Lautstärke übertragen. Das heißt, das Gefühl des Hörens ist wirklich noch da, aber das Sprachverstehen, die hohen Töne, fehlt. Ja, hier habe ich eine kleine Grafik. Da kann man einmal gucken, bei den 14- bis 19-Jährigen, ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind von 100 eine Hörschädigung hat. Wenn ich etwas weiter gucke zu den 60- bis 69-Jährigen, da ist es jeder Dritte, der eine Hörschädigung hat. Bei über 70 ist es schon die Hälfte, jeder Zweite. Was bedeutet das? Wenn das Gehirn jetzt wenig Informationen bekommt, weil die Informationen einfach nicht mehr wahrgenommen werden, werden die Nervenzellen nicht mehr benutzt. Und der Körper, der ist ja so aufgebaut, dass der richtig effizient arbeitet. Muskeln, die ich viel trainiere, die werden immer stärker. Und Muskeln, die ich nicht trainiere, werden schwächer. So ist es bei den Nervenzellen auch. Wenn ich einen Nervenstrang nicht benutze, dann wird er abgebaut. Nämlich man kann die Ressourcen an anderen Stellen vielleicht besser gebrauchen. Weil die hohen Töne jetzt schlecht gehört werden, wird dieser Nervenstrang nicht benutzt und fängt an abzubauen oder ganz krass gesagt zu verkümmern. Wenn jetzt diese Verkümmerung wirklich einsetzt, und das geht leider ziemlich schnell, dann arbeitet das Gehirn nicht mehr so effizient, wie es könnte. Es wird anstrengender zuzuhören, weil man schlecht versteht, muss man noch mehr Konzentration aufwenden, um einem Vortrag wie hier zu folgen. Und man ist schneller müde und irgendwann sagt man sich, ich frage gar nicht mehr nach, ich nicke einfach, ich lache, wenn die anderen lachen. Und wenn ich dann wieder eine Frage stelle und dann wieder alle lachen, ja, weil die Frage eben schon gestellt wurde, ist es mir peinlich. Man mag es aber nicht, wenn es einem peinlich ist. Dann lässt man es. Dann bleibt man zu Hause. Man zieht sich zurück. Man ist viel zu Hause, guckt vielleicht noch Fernsehen und irgendwann denkt man sich, hat das alles noch seinen Sinn? Ja, und dann rutscht man schnell in die Depression ab. Das muss nicht sein. Meine Empfehlung ist,
dass man ruhig regelmäßig zum Hörtest geht. Dass man sagt, okay, ich höre gut, ja, aber ich lasse es lieber mal checken. Vielleicht fehlen ja doch schon ein paar hohe Töne oder ein paar tiefe Töne. Ja, es kommt alles vor. Und wenn dann ein Hörtest gemacht wurde und festgestellt wurde, ja, da ist irgendwas im Argen, dann schieben Sie die Entscheidung nicht auf die lange Bank, sondern handeln Sie, nämlich solange die Nervenzellen noch stabil sind und stark sind, kann man mit dem Hörgerät richtig gut den Hörverlust ausgleichen. Wer schon Hörgeräte trägt oder in der Schublade liegen hat zu Hause, ja, was leider auch vorkommt, sollte an sein Gehirn denken. Ja. Wenn der Abbau der grauen Masse erstmal anfängt, dann steigt auch die Gefahr, an Demenz zu erkranken. Das wurde inzwischen nachgewiesen und ein Hörgerät hilft einfach, dem vorzubeugen. Eine Vorbeugung reicht schon, wenn man 6 Stunden pro Tag Hörgeräte trägt, dann kann man diese Neuronen im Gehirn stabil halten, dass ein weiterer Abbau nicht mehr zustande kommt. Sobald man das Hörgerät 8 Stunden oder länger trägt, ist sogar ein Aufbau zu erwarten und es wird eigentlich von der Verarbeitung besser. Merkt man vielleicht nicht immer, weil das Hören auch schlechter werden kann, aber die starke Empfehlung, viel die Hörgeräte tragen und möglichst schnell anzufangen, kann ich einfach nur geben.